Guten Tag, liebe Regenbogenfreunde und Verwandte. Ja, schwule Ansage, aber es tut nichts zur Sache, Leute. Es geht jetzt einfach darum, dass der gute alte Regi, ja, jetzt eine Facebook-Fanpage hat, wie ich schon mal per Pulten angekündigt habe. Aber da ich jetzt auch mal wieder ein Infovideo machen wollte, musste, ja, werde ich das auch noch mal in einem Video erwähnen. Also, ihr seht's. Regibang, meine Facebook-Seite, Fanpage, so nennt sich es, Fanpage, auch wenn ich den Begriff Fan klein wenig, ja, unpassend finde. Ist hier, ihr seht, 39 Leuten gefällt das schon, finde ich ziemlich geil eigentlich. Mit 50 wäre ich schon ganz zufrieden. Hier wird dann irgendwo gefällt mir Button stehen, auf den könnt ihr dann draufklicken. Wenn ihr mir mal irgendwie Fragen stellen wollt oder ähnliches, ich werde auch zwischendurch einfach mal auch random Shit posten, ja. Wenn ich mal irgendwie Meinung oder sowas brauche, geht das einfach hier bei Facebook viel besser als auf YouTube per Bulletin, ja. Zum Beispiel bezüglich eines neuen Let's Plays oder so. Ihr seht jetzt Videos, die aktuell sind. Also jeden Tag poste ich da schon ein Video. Hier Armageddon Edition Part 1, Let's Plays Part 4. So seid ihr eigentlich immer auf dem Laufenden. Gibt ja sehr, sehr viele Facebook-Suchtis, leider. Ich gehöre da nicht zu, kann ich euch versichern, ja. Und, wobei doch. Ach, egal, tut nichts zur Sache. Jedenfalls wäre es ganz gechillt, wenn ihr mich supporten würdet auf Facebook. Keine Ahnung, ob es überhaupt was bringt. Ich bin jetzt einfach mal so auf Mainstream und mach das. Und das war's jetzt eigentlich schon mit Facebook und, ja. Dann Thema Nummer 2, ein Livestream, ja. Ich hab schon mehrmals gesagt, ich glaube, das war schon vor 2, 3 Monaten, dass ich einen Livestream plane. Leider ist es mangels Zeitgründen nicht dazu gekommen bin. Aber da ich jetzt morgen meine vorletzte Klausur schreibe und sprich danach folgen noch 2 Klausuren, die eine ist locker Englisch, ja, hier Regi Bang, Englisch König, Regi Bang, Bang, egal, also auf jeden Fall. Englisch wäre ganz chillig. Dann Pädagogik, dann muss ich den klein wenig lernen, bisschen nachhelfen, mal eben 2 schreiben. Und ich darf die Schnalzen nicht machen, egal. Und ja, danach könnte es eventuell kommen, ich sag mal so in 3 Wochen vielleicht, dass auch der gute alte Regi Bang mal einen Livestream macht. Und deshalb frage ich jetzt euch, was würdet ihr gerne in einem Livestream sehen? Denn ich meine, ihr wollt doch. Ja, wie soll ich sagen, ihr wollt doch jetzt nicht sehen, wie ich Pokémon bei einem Livestream spiele. Ist doch langweilig. Also sucht euch was aus, was ich machen soll. Vielleicht sogar irgendwie Together-Scheiße, keine Ahnung, was weiß ich. Aber, ja, ich lasse mir da noch was einfallen, keine Sorge. Was noch? Moment, genau, Livestream habe ich jetzt abgehakt. Ich habe hier meine Liste. Hier, oh nein, ich knille jetzt nicht sinnlos mit so einem billigen Stück Papier hier rum. Nein, und ein bisschen intelligent zu wirken. Nein. Ja, genau. Bezüglich kommender Projekte. Da wollte ich euch einfach mal informieren, was jetzt in nächster Zeit so kommen wird. Ganz oben steht erstmal Minecraft und die Armageddon Edition. Dead Space ist jetzt ein klein wenig zweitrangig geworden, meiner Meinung nach, weil mir Minecraft mit Insomnia Knight und Pew das macht. Also mit Daniel und Pew. Das macht mir unglaublich, wirklich unglaublich viel Spaß. Ich bin da fast nur am Lachen. Richtig lustig mit den Jungs. Von daher hier nochmal an euch. Guckt euch die Channels der Jungs an. Ich werde die auch nochmal reinposten in die Beschreibung. Die Typen verdienen einfach Support, ja. Die verdienen viel, viel mehr. Sind richtig nette Leute, richtig gechillt, machen lustige Let's Plays. Einfach mal reinschauen, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt und eventuell mal ein Video gucken, so 2, 3 Minuten. Wenn es euch gefällt, auch abonnieren und supporten, ja. Das wollte ich euch noch sagen. Jetzt bin ich vom Thema abgekommen, genau, kommende Projekte. Ja, nach Dead Space hatte ich eigentlich, wie versprochen, auch noch Amnesia geplant. Amnesia, dann könnt ihr mal sehen, wie der Regi Bang sich richtig gruselt, weil Dead Space Kinderkacke, seht ihr doch, ja. Okay, ein, zweimal zucke ich da schon zusammen, aber ach, ist Kinderkacke, keine Ahnung. Und, sonst habe ich noch in Zukunft ein Wii-Spiel geplant. Welches es sein wird, werde ich auch einfach mal euch überlassen. Ihr dürft aussuchen, welches Wii-Spiel Regi Bang auf jeden Fall mal Let's Playen wird.
Aber ich kündige jetzt schon mal an, ich werde das neue Zelda pünktlich zum Release Let's Playen. Habe ich selten gemacht, sowas, ja. Ein Konsolenspiel, Let's Play, habe ich sogar noch nie ein Konsolenspiel. Und dann noch pünktlich zum Release. Keine Ahnung, was ihr davon haltet. Würde mich mal interessieren. Weil ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen, mich mal ein bisschen, wirklich nicht professionell, aber schon ein bisschen mehr um den YouTube-Kanal zu kümmern von mir. Alles Krimskrams, ihr seht, Facebook und so, weil es macht mir zurzeit unglaublich viel Spaß. Armageddon Edition ist auch sau lustig. Ich hatte sau viel Spaß daran, ja. Das ist zum ersten Mal in meiner Karriere überhaupt, dass ich so viel Spaß hier habe. Und ja, das ist auch richtig geil gechillt für die Abenden, wenn ich mal gerade nichts zu tun habe. Einfach mal dahin gehen und ein paar Videos drehen. Dead Space, bisschen zusammenzucken, zusammenscheißen. Geil. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Schreibt einfach mal in den Kommentaren, was ihr gern für ein Projekt sehen wollt. Aber ich bitte euch, macht einfach Projekte, die auch der Allgemeinheit gefallen. Jetzt nicht so übertriebene Mainstream-Spiele, aber auch nicht so übertriebene No-Name-Spiele, die jetzt nur einer, ich sag mal, einer kleineren Gruppe gefallen. Wie zum Beispiel, was weiß ich, mir fällt gerade auf Anhieb nichts ein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber, genau, es gibt noch eine Ankündigung von mir zu machen. Es wird auf jeden Fall definitiv, auch wenn er mir noch nicht zugesagt hat, ein Let's Play Together Diablo 3, wenn es endlich mal rauskommt, mit TK zusammengeben. Ja. Auch wenn er sich jetzt zerrt, weigert, was weiß ich. Ich werde ihn überzeugen, dass wir auf jeden Fall ein Together von Diablo 3 drehen werden. Weil das Spiel ist sau geil. Das werde ich euch. Warum hau ich jetzt eigentlich mit dem Papier hier gegen den Tisch? Fuck this shit. Das ist sau geil und. Ja. Wird auf jeden Fall kommen. Kündige ich jetzt schon mal offiziell an. Wenn ich bis dahin noch Let's Playen sollte. Man weiß ja nie, was passieren sollte. Ha, ha. Ja. Also, das war's. Kurzes Infovideo. Heute kann ich leider keinen Part hochladen, weil bedankt mich bei meiner Schule, die haben da irgendwelche Faxen gemacht von wegen Datenschutz und so. Jemand will so ein kleines Seminar in der Aula bei uns halten. Ist größer Scheiß überhaupt, aber ja, hoffe ihr habt Verständnis. Den Tag werde ich natürlich dazu nutzen, mal ein kleines Videovorrat zu drehen. Besonders Armageddon will ich auf jeden Fall noch drehen. Morgen geht's dann weiter mit Armageddon. Viel Spaß wünsche ich euch. Euer RigiBang. Wiederhauen, reingeschauen und fleißig kommentieren und supporten. Ciao, Leute.